So, Leute, wir reagieren jetzt auf Satter Hugo. So schwer ist das alles nicht. Und ja, fangen wir an. 3, 2, 1. Diese Brille erinnert mich an diese Apple Vision, an diese Apple Vision. Ich schwöre, ich habe über Bock da drauf. Habt ihr diese ganzen Memes gesehen von dieser Apple Vision, wo die jetzt alle so draußen rumlaufen und so beim Autofahren im Tesla dann so rumwischen? Ey, ich schwöre, das ist genau mein Leben. Ich liebe Technik so sehr und ich hätte die, aber die kostet irgendwie, wie teuer ist die? 3.500 Euro oder so? Alter Schwede. Oh mein Gott, Benny. Was läuft, was läuft? Und Junge, dann auch noch bei dem Mikrofon, Alter. Überteuer, 400 Euro oder so. Das Ding. Auch beste Investition in meinem Leben. 350 Euro Mikrofon oder 300 Euro, zweimal angesteckt gehabt. Nice. Willkommen zum nächsten Video. Aber ich verstehe nicht, wie die Leute mit einem guten Gewissen hier vorbeigehen können, ohne mal ein bisschen den Stau zu beheben. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Leute extra da hingehen, weil Monte das immer in seiner Insta-Story hat und da extra Steine hinmachen, damit Monte nächsten Tag wieder hingehen kann und es wieder freiräumen. Und soll ich euch was sagen, was das Schlimme ist, seit ich diese Stories damals gemacht habe, sind Leute nach Buxtehude gepilgert und haben extra Staudamm gemacht. Ihr kleinen. Die sind extra nach Buxtehude gefahren und haben Staudamm gemacht. Egal, wann ich Ilsebach war, es war immer ein dicker Staudamm. Die Arschlöcher. Und die haben das richtig kompliziert gemacht. Die sind da so mit 5, 6 Mann hin und haben da Baumstämme reingemacht, die ich alleine nicht rausbekommen habe. Ob ihr... Richtig mit Zement und Untergrund und sowas. Alter, so das mit Baugenehmigung. Junge! Es mir glaubt oder nicht, ich war schon am Ilsebach. Ich habe sogar den Ilsebach verstopft. Ich habe da, glaube ich, einen riesigen Ast reingefeuert. Ja, sowas hier. Sowas habe ich da vorne oder vorgesperrt. Ey, ist hier eigentlich geil zum Streamen? Ist eigentlich ganz geil, oder? Junge! Meine IRL-Streams in der Nische, oder wie man das nennt, keine Ahnung. Ey, ist hier eigentlich geil zum Streamen? Ist eigentlich ganz geil, oder? Wer war denn das gerade? Was war gerade? Alles gut. Ich hab gesagt, bezahl deine Schulden. Ja, was willst du mir damit sagen? Alles gut. Das ist so geil. Ich liebe das so sehr, wenn man die Leute dann mal in echt treffen, denen irgendwie einen A machen. Da schreit er mir hinterher, obwohl der sieht, dass ich onstream bin. Zahl deine Schulden so und nicht auf diesen fürsorglichen Modus, so auf diesen, hey, bezahl mal deine Schulden, da würde ich mich freuen drüber, damit du wieder ein normales Leben führen kannst, sondern so auf dieses, ich will einen Affen machen und wie eine große Fresse haben. Das ist so geil und das ist so eine Genugtuung für mich, wenn ich dann zurückkomme und der Typ dann so, nee, nichts, ich wollte dir nur sagen, zahl deine Schulden. Ich so, willst du mich verarschen? So. Oh mein Gott, wer ist er denn? Hallo, ich bin Ronny Deiber, wer bist du? Der Sico dreht sich nach hinten. Das ist, glaube ich, noch okay, komisch zu sagen. Okay, ich weiß, es ist absolut peinlich, ne? Aber das ist einfach Tanzverbot und da weiß es nicht. Hey, Tanzi! Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich schwör, das war so krass. Ich habe damit schon abgeschlossen. Den Tag über habe ich durchgemacht. Ich war komplett am Arsch. Dann habe ich noch meinen IRL-Stream kurz da in der Bahn gemacht, war eh komplett überfordert, weil die Leute immer TTS-Spenden reingehauen haben wie, ey, Tanzverbot, wie geht's denn da? Krankheit. Und das haben irgendwie 10 Leute in der Bar gehört. Ey, so, ey wirklich, das habe ich noch gebraucht nach 23 Stunden Wachsein. Ey, und auf einmal steht er hinter mir. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet. Junge, auf einmal ist er da. Wie auch immer das funktioniert hat. Egon spendet 3 Euro. Nein. Hallo Tanzverbot. Was kam eigentlich beim Arzt wegen dem Hodenpilz raus? Ich heiße Kilian und habe einen großen Spiel. Danke. Wilhelm, du sprichst kein Deutsch? Der spricht ja nur amerikanisch. Digga, Adam redet mit einer Fingerpuppe, Bro, und wundert sich, warum dann nur die Autos es reinschaffen. Das ist crazy, man. I'm talking with my toys. Ah, Junge! Hey, what the f***? Schneide wieder nur Autos rein oder so eine Scheiße. Satter Hugo, schneid wieder, bitte wieder nur die Autos rein, bitte. Wirklich, du bist da 2 Wochen live und er schneidet nur Autos rein und diese Szene. Da gab es halt ein paar naive Menschen wie Baba Blatte, der sich die Zusammenfassung angeguckt hat und am Ende halt gesagt hat, ja, Digga, dass es wirklich nichts Lustigeres gab, als dass ich mit einer Handpuppe rede. Adam redet mit einer Fingerpuppe, Bro. Nächstes Mal sind wir dabei. Nein. Oh, ich liebe diese Automaten. Ich schwöre, ich breche mir lieber meine Hand als oder mein Knöchel, als damit aufzuhören. Junge, ich schwöre, wenn ich 100 Euro in Kleingeld dabei habe, dann bleibe ich so lange da stehen, bis dieses Geld weg ist. Ich liebe diese Boxautomaten. Und das ist eigentlich die beste Investition, die du heutzutage machen kannst. Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist so geil. Du kaufst dir so ein Ding, die kosten 2.500 Euro. Du stellst sie irgendwo an.
80% der Männer intuitiv müssen das machen. Die müssen das tun. Das muss einfach sein. Du kannst so viel Geld damit machen, Alter. Nein, nein, nein. Okay, Leute, also ihr guckt mir jetzt einfach 10 Minuten zu beim gar nichts machen. Genauso liebe ich den Stream. Ja, genau, der macht doch gleich wieder Arsch. Ja, mach auf, ja. Was ist das für ein Ding? Ich hab das noch nie gesehen. Das ist crazy, Mann. Ich hab dich gerade gesehen, Mia de Mo. Digga, Retalk, ich glaub's dir. Da ist ein Mädchen gerade um die Ecke und hat geguckt und ist dann wieder gegangen. Komm, zeigt euch! Oh, 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 sie kommt. Oh, hallo! Tschüss! Excuse me, are you a rockstar? No, I'm a streamer. Are you a rockstar? Das gibt so zwei, drei Leute auf Twitch, wo es einfach komisch zu sehen ist, dass sie Auto fahren. Zwei davon fallen mir sofort ein. Das ist einmal Hugo und das ist einmal Ronny Berger. Das ist so, das löst ein ganz komisches Gefühl in mir aus, wenn die Auto fahren. Weißt du, was ich meine? Die hat einfach ein Hugo-Schild da. Digga, es ist passiert. Vollidioten sind auf die Brücke gegangen und haben gewartet. Ein Junge. Wieso hab ich sowas noch nie erlebt? Ich hab immer... Wieso sind nicht mal Leute zu mir lieb? Ich hab nur so Abfucker, die mir irgendwie 100 Kilometer hinterherfahren und mich übel nerven. Das werde ich auch niemals vergessen, die Situation. Ich fahre mit einem Wohnmobil und irgendwelche Leute fahren mir Real Talk 45 Minuten hinterher. Ich onstream voll am Ausrasten. Dann fahren wir auf den Parkplatz, die fahren genau neben mich. Ich will erst laut werden, dann waren die voll nett. Ich bin mit denen gemeinsam zum McDonald's gegangen. Ich glaube, dass... Also ich bin der Meinung, dass das nicht die abschreckende Wirkung hatte, die ich mir erhofft habe. Aber ja, mit dem Kind, ich weiß es noch. Ey, da fahren die mir wirklich eine Dreiviertelstunde hinterher. Ich so am Ausrasten, Alter, diese Penner, wie die mir einfach hinterherfahren. Dann steige ich aus, bin kurz laut. So denke ich mit denen noch essen. Das kannst du niemandem erzählen. Sag mal, ich bin doch was gelaufen. Digga, das ist krank. Digga, was ist jetzt los? Ich hab eine Frage, spielst du Minecraft? Digga, hey, was ist das denn? Spielst du Minecraft? Was machst du hier? Bruder, wir sind hier lang gefahren, weil wir wussten morgens ja dieses Event hier, dieses Motorgames, ne? Und ihr seid ja safe dann da. Hä, du hast nicht mal Stream geguckt? Ich bin gerade ein. Lol. Moin. Oh, da vorne ist jemand aktiv am Winken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade noch da bin. Das kann aber sein, dass sie hier auch LTE und 5G-Module verbaut haben im Tunnel. Den habe ich noch empfangen. Läuft. Perfekt. Das ist das Geile an der Digitalisierung jetzt. Jetzt bauen die auch lang. Ach komm, Alter, ich rede nie wieder. Oh, scheiße, jetzt hat er das so weggemacht, dass man das gar nicht richtig gesehen hat. Ich habe genau währenddessen ich den Satz ausgesprochen habe, hatte ich einen Verbindungsfehler gehabt. Die Digitalisierung ist echt gar... Das ist richtig. Oh, schade. Wieder. Hörst du nicht? Hast du mal jemand weniger gehabt? 15 Meter, Digga. Oh, der war krass. Hey, am Anfang ist es aber auch schwer. So diese ganzen Golfprofis hier immer im Fernsehen und so, da sieht das halt immer geil aus, wie die 800 Meter weit werfen. Weißt du, was ich meine? Oder weit schlagen, aber du musst erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie das ist zu schlagen. Krass. Kein Wunder, dass wenn man so dagegen schießt, da Löcher rein könnte. Die Kamera hat nicht mal registriert, dass du geschlagen hast. Ey, man will halt auch mit viel richtig Kraft schlagen. Ja. Hast du ihn mal getroffen? Doch, er hat angetroffen. Ah, ja. Oh ja! Hast du Folge 15 schon geschaut von Servus Wild? Ja doch, 15 habe ich durchgeskippt. Mit der, wo wir haben? Warte, was? Ey, Hugo hat nicht geschaut. Ich schwör's euch, das Dualtri, der lässt nach. In so einer Situation hat man, ich hatte den nicht. Es kommen ja immer so viele, bei Instagram kommt ja jeden Tag bei mir rein. Hast du dir einen gehobelt? Nein! Wie alt seid ihr denn? Weißt du, die sowas schreiben? Zu alt vielleicht, dass er nicht mehr... Hör auf jetzt! Ah ja, da müssen wir noch drüber reden. Ich werde es nicht schaffen, mir 14 Tage lang keinen runterzuholen. Ich würde mich gerne auf mein Trafferbett legen und mir da richtig schön eingehen. Nein, der Schlaf wird zusammen! Wir werden gar keine Energie haben. Weißt du, wie viel Energie das kostet? Ja, ich weiß nicht, wie ihr die Kraft hattet, euch einen runterzuholen, wirklich. Ah doch, 5 Mal gemacht oder so. W. What the f***?
Mal? Naja, vielleicht sogar. Ich persönlich habe mir die letzten Staffeln immer irgendwie Gedanken darüber gemacht, hat man dann Bock, sich den abzumelden? Und jetzt... Silver Dragon, dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Sub. Kommen die zwei Mythbuster, Dominik und Kevin. Wir werden es für die Wissenschaft. Werden wir es jetzt rausfinden. Jetzt mal on guard, denkst du, wir wissen das? Komm, wir machen jetzt vor, wie wir wissen werden. Hier ist jetzt unser Lager. Jeder 100 geht Schritte. 100 Schritte. Und dann gehen wir die 100 Schritte. Und dann sind wir weit genug voneinander weg. Und dann kommt man wieder zurück. Rücken an Rücken. Jawohl. Und jetzt jeder so 100 Schritte oder so. Es geht los. Machen wir es mal. Für die Wissenschaft. Wie geil wäre es, wenn die es einfach gefilmt hätten, um den Typ, der das schneiden muss, abzufucken. Einfach, um den richtig zu verstören. Ich muss sagen, bei mir kam jetzt nicht so viel raus. Bei Knossi waren da bestimmt einige Aufnahmen bei, Alter. Liegt aber auch daran. Jetzt kann ich ja das Geheimnis lüften. Es ist tatsächlich schon vor dieser Aufnahme schon irgendwie so 3 oder 4 Mal passiert. Oh, Rassorf. Ja, nochmal. Also 14 Tage sich den ich war schon jetzt eine Sache, aber die Kombination daraus ist ja, du hast ja auch nur eine Unterhose, die Kombination daraus ist ja schrecklich. Die Hose war ein bisschen zu groß, Leute. Digga, was soll ich sagen? Oh, Junge! Die Kombination daraus ist ja schrecklich. Die Hose war ein bisschen... What the f***? Bisschen zu groß, Leute. Digga, was soll ich sagen? Die Hose ist ein bisschen zu groß. Bro ist packed. Was ein Riesending. Ja, Max, ja doch, die beiden. Alter Schwede. Die sind schon, haben schon im Wald geschlafen, auf jeden Fall. Am unerfahrensten werden die beiden sein. Großstadt-Jungs. Bei welchem Team denkst du, boah, wird schwer, dass die schaffen? Ich weiß nicht, weil Papa Platte und Rätsmann, da habe ich noch ein bisschen Angst. Oh, das sind so geil, ne? Aber es muss an der Stelle noch mal kurz unterbrochen werden für einen TikTok von meinem guten Freund Wieland Welte. Wieland meinte im Vorhinein, so schwer ist das Ganze nicht. Ich sag, so schwer ist das alles nicht. Was meint er noch? Ich muss sagen, 2 Wochen ist wirklich schon eine Challenge. So eine Woche, die kann man noch so aushungern, so auch wenn es, glaube ich, schwer ist, aber 2 Wochen ist echt respektabel, wer das geschafft hat. Ich habe es komplett gar nicht geguckt, keine Ahnung, hat mich irgendwie nicht interessiert, aber also 2 Wochen ist schon crazy. Jeder sollte 14 Tage schaffen, außer man hat eine Behinderung oder so. Das hat dieser Mann hier gesagt. Das wurde so aus dem Kontext gerissen. Jeder Mensch sollte das schaffen, wenn er nicht irgendwie zu irgendeiner Art von Behinderung hat. So Leute, es hat keinen Zweck mehr. Bei jedem Schritt dreht es sich. So schwer ist das alles nicht. Ja, es hier geht gar nichts mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, es war uns eine Ehre. Boah, das muss auch ein mieser Abfall sein. Du verlässt es ja als Team, so viel habe ich ja mitbekommen. Stell mal vor, du bist noch voller Motivation, aber dein Teampartner kackt ab und die gibt dann beide auf, obwohl du noch könntest. So schwer ist das alles nicht. Ja, Jan und Kelly, das war ja, glaube ich, das Beispiel. So, da ist er ja richtig abgekackt, oder? Er noch auf Kelly noch auf easy. Er noch auf easy, aber Jan, dann, ja. Ja, ich weiß halt nicht, wie das ist, in der Situation zu sein. Ich glaube, das ist schon echt fordernd. Und ich wüsste nicht, ob mein Wille das, ob ich diesen starken Willen hätte, das durchzuhalten.